In diesem Tutorial werden wir uns die Eigenschaften trigonometrischer Funktionen anschauen. An dieser Stelle möchte ich erwähnen, dass in diesem Video nur die allgemeinen Eigenschaften behandelt werden. Beispielaufgaben dazu werden es dann in zwei andere Tutorials geben, weil es sonst viel zu umfangreich wäre, das alles hier zu behandeln. Nähere Hinweise zu diesen zwei anderen Tutorials gibt es dann am Ende von diesem Video. Als erstes sollten wir uns vielleicht Gedanken machen, welche Eigenschaften am wichtigsten sind bzw. bei welcher Art von Aufgaben sie uns helfen könnten. Sinus und Cosinus besitzen die gleichen Haupteigenschaften wie alle anderen Funktionen, sei es Potenz, Exponential oder gebrochennationale Funktion. Damit ist gemeint die zwei Verschiebungen an der x- und an der y-Achse und die zwei Strecken in x- und y-Richtung. Zusätzlich besitzen sie noch besondere Eigenschaften wie die Periode. Das ist auch der Grund, wieso man sie auch periodische Funktionen nennt. Und nicht zuletzt, Ziel dieses Tutorials ist es danach in der Lage zu sein, anhand eines Funktionterms bzw. Schaubildes diese Eigenschaften richtig zu erkennen und zu interpretieren. Bevor wir zu den Haupteigenschaften gehen, sollen wir uns vielleicht zuerst mit dem Schaubild der Sinus- und Cosinusfunktion wieder ein bisschen anfreunden. Abgebildet haben wir hier die Sinus- und die Cosinusfunktion für ungefähr eine Periode. Wir versuchen uns an dieser Stelle an die wichtigsten Werte zu erinnern. Also, hier haben wir natürlich die 0, hier ein bisschen genauer Pi und hier 2Pi. Entsprechend hier dann Pi halbe bzw. 3Pi halbe. Die ersten zwei kurze Eigenschaften, die wir an dieser Stelle erwähnen wollen, sind Definitions- und Wertebereich. Wir erinnern uns, das eine ist für die x-Werte verantwortlich und das andere für die y-Werte. Also, Definitionsbereich ist für die x-Werte verantwortlich, bedeutet übersetzt, welche x-Werte darf man in die Sinus- und die Cosinusfunktion einsetzen? Die Antwort lautet alle. Da es auf der x-Achse keine Einschränkungen gibt, von Minus bis Plus unendlich verlaufen diese Funktionen immer auf die gleiche Weise. Daher ist praktisch der Definitionsbereich einfach R. Umso interessanter ist der Wertebereich. Da gibt es natürlich Einschränkungen, die man auch hier ganz gut erkennen kann. Nach oben gehen diese Funktionen nur bis 1 und nach unten nur bis minus 1. Das bedeutet, der Wertebereich wäre dann entsprechend von minus 1 bis 1. Die eckige Klammer symbolisiert an dieser Stelle, dass die Randwerte minus 1 und 1 dazugehören. Natürlich kann man die Funktion auch auf der y-Achse verschieben oder strecken. Dadurch verändert sich der Wertebereich, allerdings bleibt immer eine Einschränkung vorhanden. Und jetzt zu den Haupteigenschaften. Zum besseren Verständnis habe ich oben auf der rechten Seite nochmal die Schaubilder von Sinus und Cosinus abgebildet. Und anhand der Schaubilder können wir bereits erkennen, Sinus und Cosinus sind sich sehr ähnlich. Der einzige Unterschied ist eine Verschiebung auf der x-Achse. Also, bezüglich Sinus kann man sagen, die Cosinusfunktion ist einfach um Pi halbe nach links verschoben oder auch andersrum, die Sinusfunktion ist bezogen auf Cosinusfunktion Pi halbe nach rechts verschoben. Das bedeutet, wenn wir jetzt die Eigenschaften der Sinusfunktion besprechen, haben wir dadurch auch die Eigenschaften der Cosinusfunktion geklärt. Wir erinnern uns an ein allgemeiner Sinusterm, sieht von Aufbau wie folgt aus. Die vier Parameter a, b, c und d, hier mit rot dargestellt, entsprechen dieser vier Haupteigenschaften, die wir auch vorher erwähnt haben. Damit meine ich die zwei Verschiebungen bzw. die zwei Streckungsfaktoren. Als erstes legen wir los mit den einfachsten Eigenschaften. Und zwar das d. Wenn wir zu einem Funktionsterm eine Zahl dazu addieren oder abziehen, verschieben wir natürlich das Schaubild auf der y-Achse nach oben oder nach unten. In diesem Fall bedeutet plus nach oben zu verschieben, also plus 2 um 2 Einheiten nach oben verschoben, und minus bedeutet nach unten zu verschieben. Diese Konstante hat noch eine andere Bedeutung. Man kann sie auch noch Mittellinie oder in manchen Büchern auch als Basislinie bezeichnen. Und es ist genau diejenige Linie, die von Hoch- und von Tiefpunkt immer den gleichen Abstand hat. Bei den Beispielaufgaben werden wir sehen, sie hat eine ganz große Bedeutung. Zu der Verschiebung auf der x-Achse.
Dafür ist C verantwortlich. Und für den Fall, dass ihr Zweifel habt, was Verschiebung und was Streckung ist, ein kleiner Hinweis an dieser Stelle. Verschiebungen erfolgen immer mit Plus und mit Minus an den Term, Streckungen natürlich immer mit Mal, deshalb steht hier A mal Sinus bzw. B mal x an dieser Stelle. Allerdings gibt es hier eine kleine miese Falle, und zwar dieser Minuszeichen lügt sozusagen. Also an der Stelle sollten wir uns merken, gilt allerdings für alle Funktionen auf dieser Welt. Minus bedeutet immer nach rechts zu verschieben und Plus bedeutet dann entsprechend nach links zu verschieben. Damit werden die Verschiebungen erledigt. Als nächstes a. Wir erinnern uns, bei trigonometrischen Funktionen heißt a die Amplitude und die mathematische Eigenschaft, die damit verbunden ist, ist die Streckung in y-Richtung mit dem Faktor Betrag von a. Wir erinnern uns, an dieser Stelle symbolisieren die zwei Betragsstriche einfach nur die Tatsache, dass nur der Betrag, also nur die Zahl a, eine Bedeutung für den Streckungsfaktor hat. Das bedeutet, wenn hier vorne minus 2a steht, ist trotzdem 2 der Streckungsfaktor. Das Minuszeichen davor hat eine andere Bedeutung. Und zwar anhand der Schaubilder versuchen wir uns das vorzustellen. Wenn wir zum Beispiel vor der Sinusfunktion ein Minuszeichen setzen, dann wird die grüne Kurve nicht mehr nach oben nach der y-Achse verlaufen, sondern praktisch nach unten in diesem Fall. Also man nennt es auch gespiegelt an der x-Achse. Aus diesem Grund, wenn vor dem Sinus oder Cosinus ein negatives Vorzeichen steht, bedeutet das eine Spiegelung an der x-Achse. Natürlich, die letzte Eigenschaft b hat was mit dem Streckungsfaktor auf der x-Achse zu tun. Wir erinnern uns, bei den Sinus- und Cosinus-Funktionen, auch in diesem Fall, jeder dieser Funktionen besitzt eine Periode. Das ist dieser einmalige Bereich, was sich nicht wiederholt. In diesem Fall ist die Standardperiode zwischen 0 und 2 Pi. Indem wir die Funktion auf der x-Achse strecken, bedeutet für uns, dass wir diese Periode verändern. Das bedeutet, wir machen sie entweder kleiner oder größer. Also muss b irgendwie mit dieser Periode zusammenhängen und die Verbindungsformel, die wir suchen, lautet b ist 2π durch b. Beziehungsweise kann man diese Formel auch noch anders gebrauchen, also umgeformt nach p, dann wird sie natürlich so aussehen und zwar p ist gleich 2π durch b. Die mathematische Eigenschaft, die damit verbunden ist, lautet Streckung in x-Richtung mit dem Faktor 1 durch b. Das ist eine besondere Eigenschaft, die für alle Funktionen zutrifft. Also auf der x-Achse werden die Funktionen immer mit dem Faktor 1 durch b oder mit dem Kehrwert von b gestreckt. Ich fühle mich an dieser Stelle ein bisschen verpflichtet zu erklären, wieso der Streckungsfaktor auf der x-Achse 1 durch b ist. Für diejenigen von euch, die Interesse haben, eine kurze Erläuterung. Man kann eigentlich anhand der Schaubilder ganz einfach nachvollziehen, wieso das Ganze so ist. Und zwar, wir stellen uns zuerst die normale Sinusfunktion vor an dieser Stelle, also Sinus x. An dieser Sinusfunktion können wir natürlich den Wert für b ablesen. Das ist genau die 1, die hier vor dem x steht. Also, das bedeutet, b ist dann 1 und mit Hilfe von b können wir mit dieser oberen Formel die Periode ausrechnen. Also p sind dann 2π durch b, also 2π durch 1, kurz gesagt 2π. Naja, ganz großes Kino, das konnten wir auch hier anhand der Standardperiode erkennen. Allerdings führt uns das gleich zu was Neuem. Und zwar, wir können diese Funktion geringfügig verändern, indem wir einfach Sinus von 2x nehmen. Also in diesem Fall wäre natürlich ganz gut erkennbar b gleich 2. So, wenn jetzt tatsächlich b der Streckungsfaktor wäre, da müsste sich eigentlich die Periode verdoppeln. Allerdings, wenn wir die Formel anwenden, dann können wir ganz einfach nachvollziehen, 2π geteilt durch 2 sind mit Sicherheit nicht 4π, sondern nachdem wir die 2 erkürzen, nur Pi. Also, statt sich zu verdoppeln, die Periode, weil b 2 war, hat sie sich halbiert. Das bedeutet, die einzige Erklärung dafür ist die Tatsache, dass der Streckungsfaktor nicht 2 ist, sondern 1 durch 2, also 1 durch die Zahl vor dem x. Das als kurze Erklärung für diese Eigenschaft. Zum Schluss, wie gewohnt, noch ein paar wichtige Hinweise. Wie bereits am Anfang des Tutorials erwähnt, um das Gesamtbild zu verstehen, ist es sehr wichtig, dass ihr noch zwei weitere Tutorials anschaut, wo die Beispiele behandelt werden.
Als erstes ein Tutorial, wo man anhand eines Funktionsterms sozusagen die Schaubilder von Sinus und Cosinus skizzieren kann. Und als letztes noch eine, wo man anhand der Schaubilder die Funktionsterme für Sinus und Cosinus aufstellen kann. Damit hätte man einen Überblick über das gesamte Thema.